Gebiet geworden in Deutschland. 4 Grad. Wo sitze ich dann drin? Nissan 350Z, VQ35DE, 280 PS Basis. Kunde kam zu uns, wollte eigentlich eine kurze Achsübersetzung, eine 4.1er sogar haben für das Fahrzeug. Ich sagte, ja gut. Ich habe auf dem Fahrzeug einen kleinen Sticker gesehen von einer renommierten Chiptuning-Firma. Daraufhin habe ich mal angesprochen, was er da gemacht hat. Ich sagte, ja, Chiptuning, ne? Ich sagte, okay. Habe ich gefragt, darf ich mal vielleicht ein Logfile fahren? Ich sagte, klar, mach. Ich sagte, gut. Und so sitzen wir jetzt hier drin. Und damit haben wir Chiptuning vom Mitbewerber Teil 6. Wir machen die üblichen Sachen, 100 bis 200 km/h, wir schreiben Logfile mit, werten das Logfile entsprechend aus und ja, wir fahren es gerade warm, das Fahrzeug, knapp halb voller Tank und ja, wir geben mal Gas und machen direkt mal 100-200 km/h. Und go. So, ich bin gerade nochmal einen Logfile gefahren und hier ist so ein lustiger Anhänger drin. Jesus loves me anyway. Ich glaube, das sollte eher heißen, Jesus loves this engine anyway. Warum das so ist, das zeigen wir euch gleich mal in der Firma. Und mal schauen, ob ich den Chiptuner ans Rohr kriege. Das war mit dem mal telefonieren. Gucken wir mal, ob er sich auf ein Gespräch einlässt. Der Tino Güttler hier, CTD, hi. Folgendes, ich habe hier von euch ein 350Z hier, von einem Herrn, weiß nicht, ob der das was sagt. Sagt ja nichts, okay. Er hat mich ja auch gewundert grundsätzlich, ne? Aber er hat quasi einen Sticker von euch auf der Seitenscheibe drauf und der war bei euch. Habt ihr noch irgendwo Filialen? Nee, ne? Okay. Sehr seltsam. Ja, dann muss ich nochmal interviewen, weil ich habe hier nämlich gerade einen Logfile gefahren und der läuft nicht ganz so geil, weil Klopfsignal ist da und Klopfregelung ist scheinbar ausgeschaltet. Lambda ist ein bisschen mager. Und deswegen hätte ich jetzt sonst mal gesagt, ob ihr euch da vielleicht noch mal dem annehmen wollt oder sowas. Der hatte Sportcuts und eine PX-Auspuffanlage hat der dran. Sagt ihr nichts, okay. Okay, aber du bist der Einzige, der das bei euch macht, oder? Ja gut, dann muss ich mit dem Kunden auch mal interviewen oder sowas, weil das ist nämlich nicht so gesund für den Motor, wie der gerade läuft. Na gut, dann weiß ich Bescheid, dann frage ich den Kunden auch mal explizit. Ja. Ja, er hatte mir auch irgendwas erzählt von 297 PS oder sowas. Hätte das Diagramm wohl noch zu Hause oder so? Ja, vielleicht bringt er das ja noch mal irgendwie mit oder sowas. Also scheint auf jeden Fall auch gemessen worden zu sein. Oh ja, hab ich mal einen Reifenschnitt da. Okay. Also wenn du musst, das bei Elektromotoren runterfließen. Also so wie es aussieht, ist auf jeden Fall mehr gemacht worden. Also nicht nur VMAX und Lambda, beziehungsweise hier, was hast du, Lambda abgeschaltet, sagst du, ne? Oder was? Ja. Nee, dann sage ich dem Kunden noch mal Bescheid oder frag den noch mal, wo er jetzt explizit war. Ja, alles klar. Ciao. Ja, alles sehr mysteriös. Also die Chiptuning-Firma kann sich ja offensichtlich nicht an dieses Fahrzeug erinnern und hat ja wohl auch nur eine Lambda-Abschaltung gemacht. Das ist ja quasi, wenn Sportcuts verbaut wird, dass halt entsprechend diese Fehler P420, 430 nicht mehr auftauchen, quasi diese Fehler dekodiert und eine VMAX-Entregelung. Aber laut dieser
des Logfiles, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, ist definitiv mehr gemacht worden. Also wenn dort ein Datenstand aufgespielt worden ist, dann ist dort entweder ein falscher Datenstand aufgespielt worden oder ein modifizierter Datenstand, wo, wie gesagt, deutlich mehr gemacht worden ist. Wir gehen mal nach und nach so die einzelnen Bereiche durch, die mir jetzt aufgefallen sind, und wir fangen deswegen gleich mal bei dem Lambda-Werten an. So, wir blenden euch mal das Diagramm ein, worüber ich sprechen möchte. Das ist einmal das Target-Benzin-Luft-Gemisch, also der AFR-Wert, Air-Fuel-Ratio, und dann die Werte der Lambda-Sonden Bank 1 und Bank 2. Die gelbe Linie, die untere, ist das Target, das auch modifiziert worden ist. Ja, wenn wir jetzt hier in die Mitte reingehen, oder der fängt halt oben an bei 13,25, geht dann stufenweise auf 12,98 und hat oben raus eine 12,38. Was soweit okay wäre. Meine sieht ein bisschen anders aus, aber wie ihr seht, die Lambda-Sonden kreuzen einmal ganz am Anfang dieses Target und dann nie wieder. Ja, also das ist quasi vom Soll megaweit entfernt, ja, und der obere Bereich des Diagramms stellt quasi Lambda 1 dar. Ja, also wir haben ganz oben am Rand die AFR 14.7 und wir sind hier bei in der Mitte irgendwo. Ich kann mal eben hier auf Drehzahl oder die Drehzahl nochmal zusätzlich mit einblenden. Engine RPM. Sind wir hier bei 4000 Umdrehungen, haben wir annähernd Lambda 1. Ja, und das verändert sich leider nicht großartig, ja, sodass wir quasi bei 5000 Umdrehungen immer noch über AFR 14 sind, bei einem Target von 12,89. Und ganz oben raus bei 6600 Umdrehungen haben wir immer noch ein sportliches Gemisch von 13,8 zu 13,3. So, jetzt muss ich erstmal ans Telefon gehen. Wir sprechen gleich weiter. Ja, damit haben wir ein deutlich zu mageres Gemisch, was wieder stark auffällt, was ich schon des Öfteren gesehen habe. Also dieser Datenstand kommt mir so ein bisschen bekannt vor, dass genau ab 3000 Umdrehungen das Gemisch schlagartig abmagert. Und das ist halt so ein Indiz, wie gesagt, das habe ich schon ein, zwei Mal auf dem Prüfstand gesehen. Das scheint der gleiche Datenstand zu sein, der hier rumkursiert irgendwo und der so den Kunden vermittelt wird. Wir gehen mal in den Bereich Klopfregelung. Der ist auch noch recht spannend, würde ich sagen, Zündung und Klopfregelung. So, jetzt sieht das ein bisschen wild aus, also nicht wundern. Wir haben oben die grüne Linie, die Vorzündung. Die türkisfarbene Linie ist das Klopfsignal. Die rote Linie ist wieder das Drehzahlsignal. Und die gelbe Linie unten ist die Klopfregelung, ob die aktiv ist oder nicht. 0 heißt Klopfregelung nicht aktiv, 1 wäre Klopfregelung aktiv. So, und wir sehen hier, wir haben eine Skalierung, oben sind wir bei, also obere Grenze des Diagramms sind 36 Grad und da ist es schon recht krass, was abgeht. Ja? Also wenn ich jetzt mal schaue unter Volllast, wir sind hier bei 2000 Umdrehungen, haben wir bereits eine Vorzündung von 29 Grad, die dann, obwohl wir ein Klopfsignal haben, ja, die türkisfarbene Linie schlägt hier schon in dem Bereich aus, nicht viel, alles noch gut, alles noch easy. Nichtsdestotrotz steigt die Vorzündung weiter an auf bis zu 36 Grad bei 3350 Umdrehungen. 36 Grad bei 3300 Umdrehungen, das ist schon eine Ansage. Dann geht die Zündung zurück auf lediglich, ja, 27 Grad, allerdings dann auch schon bei einem mächtigen Klopfsignal. Ja, wir haben hier ein Klopfsignal von über 2000 mittlerweile und in der Spitze von 2000, knapp 2500. So, und trotz Klopfsignal steigt die Zündung weiterhin an. Ja, also wir sind jetzt hier bei 5800 Umdrehungen und haben schon wieder 30 Grad Vorzündung. Wir sind bei 6200 Umdrehungen, haben 32 Grad Vorzündung, obwohl wir immer noch ein Klopfsignal haben. Ja, und
gerade hier der untere Bereich zwischen 2500 Umdrehungen und 4300 Umdrehungen, dieser Berg, den ich dort habe, mit bis zu 36 Grad Vorzündung, das ist schon gewaltig. Wie gesagt, und nichtsdestotrotz, die Klopfregelung ist deaktiviert, so wie es scheint. Also trotz Klopfsignal wird die Zündung nicht reduziert. Und das ist eine Geschichte, wo der Motor über kurz oder lang Schaden nehmen kann, tatsächlich. Also das ist gewaltig, was hier passiert ist. Und das darf nicht sein. Also für einen seriösen Chiptuner, der prüft sowas, ob der Motor klopft, der prüft, ob die Zündung reduziert wird oder ähnliches. Man merkt es beim Fahren, ja? Also das Fahrzeug generiert Vorzündung, man merkt, wie die Vorzündung halt mehr wird. Aber ich habe ein Klopfsignal dabei und das darf nicht sein. Wenn der Schwellenwert vom Klopfsensor erreicht ist, muss die Vorzündung reduziert werden. Ansonsten kann Ventile wegbrennen, Kolbenringe brechen, was haben wir noch, Zündkerzen abbrennen, ein Loch im Kolben oder ähnliches. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie der Motor einfach dadurch geschrottet werden kann. Die Zeit ist jetzt nicht megamäßig schlecht, ist aber auch klar, wenn die Klopfregelung abgeschaltet ist, wird halt weiter Vorzündung generiert und damit natürlich auch Leistung, bis letztendlich ein Bauteil aufgibt. Ja, das ist ja diese Klopfregelung, ist ja letztendlich ein Bauteileschutz, ja, damit der Motor auch hält. Und wenn der deaktiviert wird, ja, was passiert? Bauteileschutz ist deaktiviert und somit kann natürlich das Bauteil Schaden nehmen. Ja, so viel dazu. Also das ist schon eines der gemeinsten Files, die wir bis dato hatten, weil es einfach wirklich schädlich für den Motor ist. Nicht nur, dass das Gemisch einfach, ich sage jetzt mal, zu mager ist oder ähnliches, sondern gleichzeitig ist halt die Vorzündung mega hoch und wird nicht reduziert durch das Klopfsignal. Und das ist, finde ich, gemein. Also das werde ich dem Kunden auch so mitgeben. Und eventuell hat er die Möglichkeit bei dem Chiptuner, wie gesagt, der eigentlich für mich seriös ist, nochmal eine Nachbesserung zu verlangen, wenn es denn wirklich der Chiptuner war, weil wie gesagt, am Gespräch hat sich jetzt rausgestellt, dass er nichts von diesem Fahrzeug wusste und von daher müssen wir nochmal den Kunden interviewen, wo er jetzt tatsächlich war. Schauen wir mal. Also wir sind gespannt, was bei rauskommt. Wir können euch gerne auf dem Laufenden halten, wenn ihr da Interesse dran habt, ob es, ich sag jetzt mal, ein Chiptuning 6.1 geben soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten verbleibe ich bis dahin. Kleiner Tipp, fahrt zu jemandem, der sich auskennt, der so eine Fahrzeuge permanent macht, weil die Firma, die ich gerade angerufen hatte, die haben innerhalb der letzten 2 Jahre ein Fahrzeug gemacht und bieten es halt trotzdem auf der Internetseite an, wo ich sage, da ist die Erfahrung dann wahrscheinlich nicht ganz so groß. Ja, ansonsten wieder liken, teilen, kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Tino. It's done.